Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal meinen Lebenslauf, das heißt meinen Werdegang vor. Ich werde mal hier die einzelnen Stationen vom Abitur bis heute durchgehen. Habe hier auch meinen Lebenslauf vor mir liegen, damit ich keine Station vergesse. Und am Ende, ja, will ich euch noch mal so einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, dass man vor allem seine Zeit während des Studiums noch nutzen soll, um auch mal nach links und nach rechts zu schauen. Man muss jetzt nicht unbedingt immer diesen geradlinigen Weg gehen. Ich habe es, wie gesagt, auch nicht gemacht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Lasst gerne ein Like da und ein Abo da. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt an mit dem Video. Wir gehen einmal zurück in den Juni 2017. Dort habe ich frisch mein Abitur abgelegt, war ich frische 18 auch und hatte dann noch ein paar Monate Zeit, bis ich mit meinem Studium beginne. Zwar war es so, dass ich einfach aus persönlichen Gründen gesagt habe, ich gehe an die Uni in Halle, studiere dort Wirtschaftswissenschaften, weil mein Bruder und mein bester Kumpel schon ihren Studienplatz dort hatten und gesagt haben, die wollen safe dorthin, ist nicht so weit von zu Hause. Und ich hatte noch nicht wirklich einen Plan, was ich später machen will oder was ich mit meiner Karriere später anfangen will. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich suche mir einen Studiengang aus, habe einfach nach zulassungsfreien Studiengängen geschaut, obwohl ich ja Abitur von 2,2 gehabt habe. Das heißt, man hätte da, glaube ich, deutschlandweit sich schon eine bessere Uni aussuchen können. Aber rückblickend bereue ich diesen Schritt auf gar keinen Fall, bin sehr zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Wie gesagt, in der Zwischenzeit habe ich dann als Schulungsreferent gearbeitet im Bereich SAP. Und zwar war das eine private Krankenhausgruppe mit verschiedenen Standorten und die sind von ja, so Bestellzetteln, manuellen Bestellsystemen auf ein elektronisches Anforderungssystem auf Basis von SAP umgestiegen. Und ich war dann quasi zuständig, an den verschiedenen Standorten dieses System den Leuten zu erklären, das heißt diese Schulung durchzuführen. Jetzt fragen sich einige von euch, wie ist das möglich gewesen, frisch mit 18 ohne SAP-Kenntnisse das zu machen? Ja, ich habe natürlich auch Schulungen bekommen, 2 Wochen lang. Einmal natürlich technisch, das heißt, wie funktioniert das System, welche Schritte muss man da beachten, aber andererseits auch didaktisch, das heißt, ich habe es schon erwähnt, ist eine private Krankenhausgruppe, das heißt, da sitzen einem Chefärzte, Oberärzte, normale Ärzte, aber auch Krankenhausdirektionen und so weiter gegenüber. Und da muss man sich natürlich auch persönlich irgendwie durchsetzen können, seriös auftreten und auch gut mit denen kommunizieren. Dort hatte ich dann immer so meine Gruppen von 10 bis 25 Leuten. Eine Schulung ging immer so 4 Stunden und man hatte immer so 1 bis 2 Schulungen pro Tag. Bin dann an den verschiedenen Standorten dort gewesen. Ich kann mich noch gut erinnern an meine erste Schulung, wo ich noch sehr aufgeregt war und dann das erste Mal diese große Gruppe vor mir gesehen habe. Aber nach den ersten 2, 3 Schulungen hat sich dann relativ schnell eine Routine gebildet und war dann ja auch erfolgreich in der Lage, diese Schulung durchzuführen. Habe das 3 Monate lang gemacht, hatte dann sogar die Möglichkeit, das weiterzumachen während des Studiums. Und ich habe dann einfach gedacht, ja, ich will mich auf mein Studium konzentrieren und habe das entsprechend abgelehnt, was im Nachhinein vielleicht eine schlechte Entscheidung war. Andererseits hätte ich dann mein Studentenleben vielleicht nicht so gut genießen können. War auf jeden Fall eine Zeit, die mich persönlich sehr weitergebracht hat, erstens mit Erwachsenen so zu kommunizieren, seriös aufzutreten und auch sich persönlich einfach weiterzuentwickeln und ein bisschen aus dieser bekannten Komfortzone rauszugehen. Habe dann mein Studium begonnen, die ersten 3 Semester so vor mich hin studiert, nicht wirklich viel gemacht. Also ich habe das schon ernst genommen vor den Klausuren, dann 2, 3 Wochen vorher gelernt und so mittelmäßige Noten gehabt, hatte ja dann einen Bachelor von 2,3. Und nach dem 3. Semester bzw. Anfang des 4. Semesters habe ich dann als Werkstudent im Rechnungswesen gearbeitet, ganz klassisch Kreditorenbuchhaltung, das heißt die ganzen Eingangsrechnungen bearbeitet, gebucht, die Rechnung geprüft auf sachliche und formale Richtigkeit. Zur Not auch mal Kontakt gehabt mit den Lieferanten und Rechnungen zurückgeschickt, wenn irgendwie formal was nicht richtig war. Aber auch klassische Bürotätigkeiten, das heißt Sachen gescannt, Belege abgeheftet oder irgendwelche Excel-Dateien gepflegt. Habe das 9 Monate lang gemacht. Dann kam Corona und da gab es Probleme. Das war so ein mittelständisches Unternehmen und die waren jetzt nicht so eingestellt auf Homeoffice, beziehungsweise da war das nicht üblich und haben dann gesagt, so, ich soll jetzt erstmal nicht kommen. Und wenn es sich dann gelegt hat, dann kann ich gerne wiederkommen, weil die wussten jetzt nicht, wie die mich von zu Hause einsetzen können. Habe dann erstmal mehrere Monate von denen nichts mehr gehört. Fand diesen Abgang auch ehrlich gesagt nicht so schön. Und die haben sich dann nach einer Zeit bei mir wieder gemeldet, gemeint, ja, du kannst jetzt gerne wiederkommen. Aber ich habe dann gesagt, so, ja, muss ich mir jetzt auch nicht antun. Habe das dann entsprechend gelassen und dann einen einfachen Nebenjob angefangen auf 450-Euro-Basis. Und ganz klassischer Job, hatte jetzt nichts zu tun mit meinem Studium oder weil es ging in keine fachliche Richtung. Und dort habe ich so Dokumentenmanagement betrieben. Das heißt, da kamen so Briefe rein, die habe ich dann geöffnet und so Klebezettel drauf gemacht und in verschiedene Kategorien eingeteilt. Oder es kamen so E-Mails und du musstest dann anhand des Inhalts gucken, ist das Kategorie A, B, C oder D und so weiter. War ein entspannter Job, einfach zum Geld verdienen, konntest nebenbei
deinen Podcast hören, Musik hören und hast dann nach 8 Stunden den Stift auch fallen lassen. Hab das auch circa ein Jahr gemacht oder vielleicht sogar länger. Und dann ging meine Zeit los bei der Big Four Gesellschaft in der Wirtschaftsprüfung. Dort habe ich ja dann das Praktikum für 6 Monate gemacht im Audit und war eine sehr intensive Zeit, auch die spannendste Zeit, würde ich sagen, bisher in meiner beruflichen Laufbahn. War sehr viel bei Mandanten vor Ort, aber auch im Büro, hatten da sehr viel Spaß, auch hatte das Glück, bei vielen Events teilgenommen zu haben. Leider musste ich auch oft im Homeoffice sein, aber das war natürlich Corona geschuldet, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und nach den 6 Monaten hatte ich dann die Möglichkeit, direkt als Werkstudent weiterzumachen. Ich hatte dann aber noch das Angebot von Studyflix, das heißt, dort habe ich dann als Content Creator gearbeitet für 3 Monate. Ist ein E-Learning-Startup für die, die es nicht kennen, ähnlich wie es Simple Club. Und übrigens wurde das Unternehmen jetzt auch für 50 Millionen verkauft vor kurzer Zeit. Das heißt, da nochmal Glückwunsch und Respekt an die Gründer. Ja, was haben wir dort gemacht? TikTok und Instagram hauptsächlich. Ich habe da so PowerPoint, Excel und Word-Videos gemacht. Sind noch sehr viral gegangen. Das heißt, wir haben da mit unserem Team innerhalb von 3 Monaten über 300.000 Follower dazu bekommen und auch sehr viele Videos mit über 1 Million, 2, 3 Millionen Aufrufen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war so, ja, schon so Startup-Charakter, Kommunikation über Slack und so weiter. Also nicht so dieses klassische Corporate-Leben wie jetzt bei einer Big Four-Gesellschaft, aber hat mir auch sehr weitergeholfen. Hatten da auch ein sehr cooles Team-Event und habe da auch mal die ganzen Leute kennengelernt. Und danach habe ich dann als Werkstudent weitergemacht bei der Big Four-Gesellschaft, wo ich vorher war und da dann zweimal die Woche gearbeitet. Natürlich fachlich sehr viel, war auch ab und zu bei Mandanten vor Ort. Aber habe dann noch andere Tätigkeiten übernommen, nämlich so Recruiting-Kampagnen eigenständig übernommen. Das heißt, ich habe da auf LinkedIn so Active Sourcing betrieben, Leute angeschrieben, die zu uns passen könnten. Und wir haben dann in relativ kurzer Zeit, innerhalb von 7, 8 Wochen, 3 Associates für uns gewinnen können und auch noch ein paar Praktikanten und Werkstudenten. Bin jetzt nach wie vor noch bei der Firma, bin jetzt intern gewechselt. Seit April 2023 arbeite ich im Accounting und Process Advisory. Das ist mehr so Accounting-Beratung, auch so IFRS-Themen. Ja, gerade bin ich im Auslandssemester, einige haben es schon mitbekommen, bin ja gerade in Neapel in Italien. Das heißt, ich besuche hier meine Vorlesungen mehr oder weniger. Dadurch, dass hier alles auf Italienisch ist, habe ich so ein bisschen meine Probleme, hier dem Inhalt zu folgen. Aber die Slides sind zum Glück alle auf Englisch und die Prüfung dürfen wir auch auf Englisch machen. Das heißt, ich bin gerade viel so zu Hause am Lernen, aber mache auch viel meiner Freizeit, gehe oft Käffchen trinken oder mit Leuten ins Stadion zum Fußball schauen. Nebenbei, einige wissen es auch, ich bin jetzt nebenberuflich mittlerweile auch schon als Content Creator am Start im Bereich Accounting, auch Wirtschaftsprüfung, arbeite jetzt auch eng mit einer berufsständischen Organisation zusammen. Das heißt, da nochmal wirklich Riesendank an jeden Einzelnen von euch, der Like gibt, Daumen nach oben, abonniert, kommentiert und mir bei Instagram schreibt. Wirklich, es ist natürlich viel Aufwand auch für mich, da die ganzen Infos auch kostenlos für euch bereitzustellen. Aber mir war das immer wichtig, dass das nach wie vor kostenlos ist und bin da jetzt umso glücklicher, dass ich da jetzt quasi diesen finanziellen Support auch bekomme, von außen quasi und die Infos nach wie vor für euch kostenlos zur Verfügung stehen. Ansonsten, was ist jetzt für die Zukunft geplant? Ich komme jetzt im Januar wieder aus dem Auslandssemester, werde dann wahrscheinlich im Februar, März meine Masterarbeit schreiben und dann mir auch Gedanken machen müssen um den Festeinstieg. Ja, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Ich glaube, eine naheliegende Option gibt es schon. Ist, glaube ich, den meisten klar. Ich bin jetzt schon sehr lange bei der Big Four Gesellschaft, will jetzt aber noch nichts Konkretes sagen. Am Ende können immer noch andere Dinge zustande kommen. Deswegen, ihr werdet sowieso früher oder später ja, mitbekommen, wohin es mich verschlägt. Und am Ende möchte ich euch noch mal so ein paar Worte mit auf den Weg geben. Ihr könnt es an meinem Lebenslauf sehen. Das ist jetzt nicht unbedingt der geradlinigste Lebenslauf. Ich habe auch viel links und rechts geschaut, viele Sachen ausprobiert, die mir Spaß machen. Und mir war es doch jetzt egal, wenn ich dann in Bewerbungsgesprächen sitze, ob ich das begründen kann oder nicht oder ob die Leute das dann blöd finden, dass ich jetzt nicht diesen straighten Weg gegangen bin. Ich finde, es hat mich jetzt zu der Person gemacht, die ich bin. Hätte ich jetzt nicht Creator gemacht oder nicht diesen normalen Studentenjob, so dann wären vielleicht ein paar Charakterzüge von mir weniger geworden oder was auch immer. Ich finde, alles hat immer so seinen Grund und vor allem wichtig, nutzt die Zeit während des Studiums nochmal ein paar Dinge auszuprobieren, weil wenn ihr dann einmal richtig im Vollzeitjob seid, dann wird es immer schwieriger, mal was Neues auszuprobieren. Weil im Studium wird es euch keiner übel nehmen, wenn ihr mal als Werkstudent im Marketing gearbeitet habt, dann noch irgendwie in der Produktion, dann Content Creator, was auch immer. So, das ist einfach normal, sich im Studium auszuprobieren und das zu finden, was einem Spaß macht. Deswegen da nochmal der Appell von mir. Wenn ihr sonst noch irgendwas wissen wollt zu meinem Werdegang oder Lebenslaufvorlage haben wollt, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen und mir dort auch eine Nachricht schreiben. Dann schicke ich euch das kostenlos zu.
In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Peace.